Okay, mal schauen. Vielleicht nach vorne leicht. Vor allem, wie schnell es nach vorne geht. Schnapp ich mir. Ruhe ist da vorne. Geh weg. Kein Honda-Fahrer auf dem Podest, das ist ja ganz was Neues. Nur noch an den Beinen vorbeikommen. Das wäre gut. Aber Roberts hat sich sehr breit gemacht und jetzt geht es noch Abe an die Haare. Nicht viel gepasst in der Kurve. So. Nur noch ins Ziel fahren. 2081, das geht noch. Keine gute Runde, aber es geht. Bei den Fehlern, wo ich gemacht habe. Gut, also 0,8 gewonnen vor Abe, Roberts, Biaggi, Okada, Duren, Krivi, Aoki. Mit 22,3 bin ich im Mittelfeld wahrscheinlich. 2,08 bin ich auch gerade so mit dem Selbstbetonder, wäre man da wahrscheinlich sehr viel stärker. Gut, also 22 Punkte Vorsprung habe ich auf Robert. Das heißt, er müsste unbedingt gewinnen eigentlich, weil wenn er Zweiter wird, dann reicht es nicht. Jetzt kommt noch Letztes, wer hätte es gedacht? Donington. So. Dann mal auf ins Rennen. Und danach gibt's dann den Abspann. Vielleicht schaffe ich jetzt zum Schluss noch einen guten Start.
Ne, auch nicht. Aber wenigstens kein beschissener Start. Muss auch in kleinen Sachen seine Freude finden. Habe ich da Koni wieder die ganze Früchte der Arbeit gebracht. Ich kann aber nichts. Bin ja in ihn reingefahren. Umgekehrt. Habe vorbei. Sehr mutig. Das war das gleich mal von außen geholt. Mit der Bremse. Noch weit hinaus fahren, aber das wäre dann ein bisschen weit. Boah, habe ich einen Rückstand. Bleibt echt nur zu hoffen, dass ich noch nach vorne kommen, wenn das letzte Rennen für mein Team schon noch gewinnen. Musst du bald mal dran glauben. So, eine 1:31.3, das war eine gute Runde. Und damit ist auch die Saison schwer geschafft. 1,9 Sekunden vor Duhan, Krivier, Okada, Biaggi, Roberts, Harada, Paros und so weiter und so fort. Mit 3,89 bin ich nicht schlecht drin, aber ich war auch schon schnell mit der Yamaha. Mit 1:31.3 war ich aber zumindest von der Rundenzeit her sehr schnell. Schneller als sonst. Und damit habe ich den perfekten Score. Gut, also, falls jetzt der Abfang kommt, dann werde ich gleich mal den Ton ausschalten. Also schon mal bis später.
So, das war's schon. Saison schwer, alle Rennen 5 Saisons vollständig beendet, Stand unwichtig. Habe ich also geschafft, schön. Und Mictoon habe ich auch freigeschaltet. Damit habe ich jetzt alle Fahrer auf jeden Fall freigeschaltet. 4. Juni 1965, Brisbane und beim 500 ist er 1989 das erste Mal angetreten in Japan. Gut, also, mal schauen, was bleibt noch so übrig. Fahrer habe ich jetzt ja alle freigeschaltet. Also, die Fahrer, die man freischalten konnte, sind Jürgen van der Gurberg für die Mutz 500. Haruchika Aoki auf der TSR, AC50 MFCC TSR. Juan Boria auf der Honda NSR 500 Movistar Honda Pons. Dann Jean-Michel Bail, Modenas KR3 Proton KR Modenas. KR steht übrigens für Kenny Roberts Senior. Dann haben wir Nobuatsu Aoki, Suzuki RGVR, Suzuki Grand Prix Team. Dann haben wir Norika Abe auf der Yamaha YZR 500, Antena 3 Yamaha Dante, Simon Crawford, Yamaha YZR 500 Repsol Yamaha WCM, Alex Crivier, Honda NSR 500 Repsol Honda. Dann haben wir John Konchinski, Honda NSR 500 Kanemoto Honda, Kenny Roberts Jr. mit der Suzuki RGVR Suzuki Grand Prix Team, José Luis Cardoso, TSR AC50M, Team Maxon TSR, das ist Mike Cale auf der Modenas KR2 Proton KR Modenas, Regis Lacuni mit der Yamaha YZR 500 Red Bull Yamaha WCM, das ist Takuma Aoki, der ist bislang gar nicht vorgekommen hier, den Honda NSR 500 Repsol Honda von 98. Dann haben wir Carlos Checker mit der Yamaha YZR 500 Yamaha Team. Max Biaggi mit dem gleichen Aggregat und seinem Hintern. Alex Barros mit der Honda NSR 500 Movistar Honda Pons. Sete Schieberner mit Honda NSR 500 Repsol Honda. Tadayuki Okada mit der Honda NSR 500 Repsol Honda. Tetsuya Harada mit der Aprilia RSV 2 500 Aprilia Grand Prix Racing. Und zum Schluss noch McDuhan mit der Honda NSR 500 Repsol Honda. Dann haben wir noch Klonoa. Wir haben K1 und Gunpoma auf der Shimazaki Special Team Shimazaki. Der Rest, naja, es fehlen noch zwei Herausforderungen. Erstens mal muss ich es schaffen, jedem Team zugewiesen zu werden, beziehungsweise für jedes Team zu fahren. Und dazu noch alle Rennen in 5 Saisons vollständig beenden. Das heißt die volle Renndistanz. Super Sache. Nun gut, also, dann werde ich jetzt zuerst mal speichern und ich werde noch schauen, ob ich einen Weg finde, ob die restlichen Medaillen noch zu holen. Möglichst auf Gold. So, Spielstand 1. Gut, also, dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und tschüss, ne?